Hallo, in diesem Video möchte ich eine Beispielrechnung machen, wie man x hoch 3 ableitet. Nur falls man mal die Ableitungsregel vergessen hat. Um deutlich zu machen, dass wir x hoch 3 ableiten wollen, habe ich das jetzt mal in dieser Form geschrieben, hier mit diesem typischen Strich. Ja, was machen wir, wenn wir vergessen haben, dass wie die Ableitungsregel für x hoch irgendwas geht? Ist ganz einfach, wir benutzen einfach die Definition von der Ableitung. Wer die nicht mehr im Kopf hat, ich schreibe sie mal auf. So, das ist die Definition von der Ableitung, nämlich genau dieser Grenzwert, der hier rauskommt. Ich sollte vielleicht jetzt noch mal kurz einwerfen oder schon mal kurz einwerfen. Das wird eine ziemliche Formelparade hier. Aber ich finde es ganz anschaulich, wenn man sich das mal einmal klar gemacht hat in der Beispielrechnung. Dann kann man da zur Not immer wieder drauf zurückgreifen. Es werden auch verschiedene mathematische Tricks benutzt. So, ich habe das gerade noch mal ein bisschen zusammengerückt. Und dann wollen wir da mal so eine Trennlinie machen. So, was heißt das für uns? Wir wollen jetzt einfach mal hier in unsere tolle Formel unser x hoch 3 einsetzen. Um die ganze Sache zu verleichtern, vereinfachen, will ich dieses Lim nicht überall hinschreiben. Ich mache stattdessen hier so ein Gekrickse. So, wir müssen darauf achten, dass das, was wir jetzt in unser x hier einsetzen, ist dieser Ausdruck hier. Das heißt, wir haben an dieser Stelle x plus h hoch 3 minus entsprechend unser x hoch 3. Und natürlich das Ganze durch h. Wie gesagt, wir wollen immer noch den Grenzwert von dem ganzen Schmodder hier haben. So, und da sehen wir natürlich ganz genau, was der Grenzwert davon auch ist. Natürlich nicht. Wenn man sich das normal so anguckt, steht man erstmal voll auf dem Schlauch. Jetzt kommt der nächste, ich finde, sehr, sehr geile Trick. Um das Ganze kurz zu vereinfachen, in der Abstraktheit, wenn wir irgendwas haben, zum Beispiel a minus b und jeweils beides hoch 2, dann kann man das umformen in a minus b, so an einem Stück und dann mal und hier kommt dann eine ganz lange Summe. Und genau diesen Trick verwenden wir jetzt an dieser Stelle auch. Vielleicht sei dazu noch gesagt, das mit dieser Summe, das ist, keine Ahnung, der Beweis, den habe ich dazu nie verstanden oder noch nicht verstanden, aber es funktioniert jedenfalls und es wird auch hier angewendet, ja. Das heißt, was wir jetzt machen, ist einfach nur, was ich eben mit a und b gezeigt habe, machen wir jetzt mit x plus h minus x. Das muss man dann so einklammern. Mal. Und hier, das werden wir uns nachher nochmal angucken, kommt dann irgendwas rein. Und das Ganze teilen wir natürlich durch h. Und wir haben natürlich hier immer noch, boah, den Grenzwert. So, machen wir mal einen Strich darunter. So, was hat uns das jetzt gebracht? Jetzt bis auf diesen Schmodder, der da hinten ist. Wir sind schon ein Hammerstück weiter, weil wir können uns jetzt diesen vorderen Teil hier angucken und sehen, ja, Moment. Da ist ja gar keine Multiplikation mehr. Das heißt, wir können eigentlich auch die Klammern hier rausnehmen und dann stellen wir fest, hier steht ja ein x und hier steht ja ein x. Plus x minus x löst sich weg, ist also nichts mehr. Wir können es auch, ja, wir lassen es mal durchgestrichen stehen. So, und dann steht hier noch h. Jetzt ist aber hier keine Summe oder Subtraktion mehr, sondern jetzt steht hier nur noch h mal irgendwas. Weil jetzt können wir es mal wegmachen. Das x hier, das hat sich ja weggekürzt. Das heißt, das Plus brauchen wir jetzt erstmal auch nicht zu beachten. Das heißt, die Klammern können wir auch auflösen. Das heißt, hier steht nur h mal irgendwas durch h. Und wir können natürlich auch das h einfach ganz normal wegkürzen. Und dann bleibt nur noch dieser Bereich. Das heißt, was wir uns jetzt überlegen, ist einfach nur, was steht denn eigentlich hier drinne? Und gut, das muss man sich dann tatsächlich auch irgendwann merken. Die Frage ist, was schwieriger ist oder einfacher. Aber allgemein ist der Trick ganz cool, finde ich. Deswegen macht das sehr viel Sinn oder lohnt es sich auch, das zu lernen. Ich schreibe jetzt doch nochmal den Lim davor. So, diese Summe hier setzt sich insgesamt zusammen aus diesem Teil und diesem Teil, die jeweils gegeneinander auf- und absteigen. Wir werden es jetzt sehen. Zuerst nehmen wir mal diesen ersten Teil. Das ist x plus h hoch 2. Eins weniger als hier. Mal theoretisch das hier hoch 0. Das ist aber 1, deswegen lassen wir das weg. Plus wieder x plus h. Diesmal hoch 1. Mal x hoch 1. Und dann nochmal. Wir sehen, hier ist eine 2, hier ist eine 1, dann wird als nächstes die x plus h hoch 0 kommen, also 1 können wir weglassen. Und hier war zuerst x hoch 0, jetzt steht hier x hoch 1, also kommt hier natürlich jetzt x hoch 2 hin. So, und dann geht die Klammer zu. So, am Anfang war das für mich ein bisschen crazy shit, man muss sich das einmal angucken. Einfach dieser erste Teil, der hier steht, wenn man so zwei Sachen hat, nur kurzer Schwenk. Wenn man hier zwei so Dinge hat, also irgendwas hoch irgendwas minus irgendwas hoch dasselbe. Dann habe ich einmal, wie ich das vorher hatte, ganz normal das hier minus das hier, beides hoch nichts, wie wir das hier vorher stehen hatten. Und in diesem Restbereich sozusagen nehmen wir dann den ersten Teil und lassen ihn von oben runterzählen, aber nicht von ganz oben, sondern von oben minus 1, also 2, 1, 0 oder wenn hier hoch 4 steht, dann 3, 1, 0. Und der jeweils andere Teil davon, den lassen wir von unten nach oben laufen, also 0, 1, 2, genauso wie es hier ist. Wir haben hier eine 3, also 2, 1, 0 und das x hoch 3 ist hier x hoch 0, x hoch 1, x hoch 2 und das Ganze in der Summe. Ja, ist am Anfang ein bisschen schwierig, vielleicht. Einfach nochmal genauer drüber nachdenken, ist auf jeden Fall ein super geiler Trick, weil man damit eben der Herr der Lage von so einem Schmodder hier wird.
Gut, was haben wir jetzt aber erreicht? Wieder zurück zum Thema. Wechsel nochmal die Farbe. So, jetzt gucken wir uns den Term hier an. Das ist gut, dann gucken wir uns an, okay, h läuft ja gegen 0. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn jetzt h gegen 0 läuft. Dann würde das hier rausfliegen. Dann würde das hier rausfliegen. Und gut, hier steht gar kein h. Das heißt, was hier steht, ist x hoch 2 plus. Dann steht hier x hoch 1 mal x. Das ist auch x hoch 2. Und dann steht hier plus a. Hier steht auch x hoch 2. Und dann kommt dabei raus 3x hoch 2. Und das ist genau die Lösung, wenn man x hoch 3 ableiten will. Natürlich, man kann sich auch einfach merken, dass die 3 runterrutschen und da oben eine 2 stehen bleibt. Stimmt, ja. Man kann aber auch zusätzlich, finde ich es immer noch ganz hilfreich, wenn man sich eben überlegt, was ist denn die Definition davon gewesen? Wie kommt man da drauf? Wenn man jetzt. Es gibt ja immer ganz viele Wege in der Mathematik. Und wenn man einen vergessen hat, zum Beispiel hier die Regel, dann sagt man einfach, okay, aber ich kenne noch die Definition von der Ableitung. Dann setze ich einfach mal da ein und guck mal, was passiert. Naja, so viel zu dem Thema.